Genau, Freunde, und ich dachte eigentlich, dieses Jahr wäre es schon gewesen. Nein, Noteinsatz in Dormagen an einem Museum. Da steht was, muss ich abholen. Ach, wisst ihr was, kommt ihr einfach mit, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sind soeben angekommen am Radiomuseum in Dormagen, Radio- und Phonomuseum. Wie gesagt, jeden Sonntag geöffnet auf der Bahnhofstraße 2 bis 4. Wir sind heute auf Abholaktion. Wir gehen gleich in den Keller und schauen, was wir da abholen können. Bis gleich. Auch schon da? Ja, den Fernseher, den habt ihr schon gesehen. Der ist von 1954 von der Firma Lorenz. Schaub hat übrigens das identische Gerät gebaut. Wir befinden uns hier im Radiomuseum in Dormagen. Das macht jedes Wochenende auf und Sie können auch jedes Wochenende nach Dormagen auf die Bahnhofstraße Hausnummer 2 bis 4 kommen. Wir gehen jetzt mal in den Keller. Da stehen zwei Radios, die müssen auch noch weg. Schauen wir mal. Ja, viele gespendete Technik aus irgendwelchen Radio- und Fernsehgeschäften, Oszillographen, Messsender und was man so finden kann. Es kommen natürlich auch solche Radios hier an. Die hat er alle schon, die können wir mitnehmen. Die nehmen wir auch gleich mit. Und zurzeit befindet sich in dem Radiomuseum auch eine DDR-Ausstellung. Ja, die gucken wir uns auch gleich mal an. Wir sind nämlich nicht am Wochenende hier, sondern mitten in der Woche. Wir kriegen eine Einzelführung. Und ihr auch. Bis gleich. Ich guck mal zu meinem Handwerker. Ja, gucken Sie mal zu Ihren Handwerkern. Und ich guck mal einfach mit Ihnen in die Vitrine. Ja, hier in der Vitrine befinden sich natürlich ganz verrückte Sachen. Wahrscheinlich hat der eine oder andere mal so eine Colaflasche gehabt. Oder andere verrückte Geschichten. Hier steht eine kleine Auswahl im Museum an verrückten, spielerischen Radios, die nicht alle gekannt werden. Aber dennoch befinden sich hier in diesem Museum an die 3.500 Exponate. Nicht nur Radios, nein, aber auch Grammophone und auch Mikrofone sind zu sehen. Nur eine kleine Auswahl sieht man hier an verrückten Radios. Wir gehen einfach mal gleich weiter. Ja, der Wahnsinn lebt, ich weiß es, ich weiß. Sie haben noch nicht alles gesehen, wir wollen ja weiter gucken, denn da geht's weiter. Ich habe gerade schon gesagt, hier ist eine DDR-Ausstellung. Wir gehen mal gucken. Für uns ist schon Licht an. Liebe größte zusammengesuchte Privatsammlung. Ja, ich würde sagen, hier gibt es viel zu sehen. Und in der Mitte dieses Raumes stehen sie alle rum. Panoptikum. Altbekannt, der größte Apparat der DDR, ja, wer hat von wem abgeguckt? Ja, ich weiß, Firma Saba hatte Automatikradio schon in den 30ern, aber das ist ein Prachtstück, ein Parteibonzengerät. Aber viele Radios, die hier stehen, sind in der DDR gemacht worden, ob den kleinen Trabant, ob den Rema und so weiter und so fort. Auch die Bälle mit diesem Vorsatzgerät. Für die Steckdose, es sind nämlich Röhren hier drin, auch solche Geschichten sind da. Ein sehr schönes Gerät auch hier und auch die Undines-Reihe mit den grünen Skalen. Ja, daneben auch wieder ein Trabant-Kofferradio. Nun, wenn wir uns umdrehen, hier oben die kleinen Radios alle, Telefunken, Philips, Tesla aus der Tschechei, ja, ich weiß, grün, blau und rot, ja, da hat einer mal sehr viel Zeit gehabt. Der hat natürlich irgendwelche Geräte auseinandergebaut und hat die lackiert. Drei Stück da oben von dieser Tesla-Tragfläche sind im Original erhalten. Einmal in Weinrot, Schwarz und Schwarz. So gab es die damals in Prag zu kaufen. In Prag war auch die Firma Philips ansässig und auch Telefunken baute da Radios. Ja, die Technik eines solchen Talismans da oben ist halt Philips-Technik. Was die wenigsten Fernsehsammler wissen,
Der Vega-Fernseher mit der drehbaren Röhre von 1966 ist keine Erfindung aus Westdeutschland. Ja, der steht zum Beispiel hier, kann man ganz genau sehen, ein Prototyp aus der DDR. Hier ist das Schild, da kann man direkt sehen, was da steht. Von dem Original-DDR-Modell ist leider nichts mehr erhalten. Es war ein Kunststoff-Dummy und er ging niemals in Produktion. Wir haben hier noch einige andere Highlights. Radios, die Sie natürlich alle von zu Hause, von Opa und Oma kennen. Unzählige Geräte auf diesen Regalen haben da Platz gefunden. Von 1938 bis 1956. Da hinten zum Beispiel stehen die Radios, wie bei mir im Hausflur, die Notgeräte ganz da hinten. Und auf der linken Seite sind die Radios der 30er Jahre zu sehen. Ja, gehen wir gleich mal weiter. Da hinten sind noch so einige schöne Schmankerl zu sehen. Auch die Firma Colani hatte damals was designt. Ja, was hat die Firma Colani gemacht? Diese Ausgeburt des Fernsehers. Sieht so ein bisschen aus wie ein Roboter. Ist aber von Colani designt worden. Und somit gehört dieses Gerät auch in die DDR-Sammlung. Wir gehen mal einfach ein Stück weiter. Wer kennt die Sendung von Trödeltrupp nicht? Ja, da war natürlich dieser Fernseher mal zu haben. Ein italienisches Modell. Man klappt diese große Kugel zu und schon sieht sie aus, wie Sie sie kennen. Normal gibt es die als Flaschenbar. Hier ist es ein Fernseher. Es dürfte hierzulande wohl das einzigste existierende Modell sein. Ja, und schon stehen wir an den 30er Jahren. Wie alle aus der braunen Kolonnenzeit, der Mann mit der Popelbremse lässt grüßen. Aber nicht nur diese einfachen Geräte waren damals zu haben, wie Körting, Philips, Mende, Lymophon. Hier stehen sie alle rum. Altbekannt ist natürlich auch das Gerät, die Kinoskala von der Firma Sachsenwerk. Eine rotierende Milchglasscheibe beim Sendersuchen, wo die Sender aufgedruckt waren, wurden durch eine Birne auf die Scheibe projiziert. Ein Mini-Projektionsgerät. Deswegen Kinoskala. Es gab drei Ausführungen. Hier steht eine und da steht die andere Geschichte. Ja, da oben ein Mende mit Stationstasten, auch sehr selten. Und jetzt kommen wir zu was ganz Seltenen. Viele von euch kennen ja noch den Kassettenrekorder. Ja, Kassettenrekorder der Urzeit von RFT. Das sind Tonbandgeräte. Man sieht hier die Magnetbänder hier. Die dürfen wohl Sie dann auch kennen. Das habe ich in Paris gelernt. Ja, hier sind wir. Und bitteschön, Musik aus Studio B. Ja. Oder Spielereien mit Schallplatten. Wer kennt's nicht von WDR 4? Jeden Samstag kam Schellackschätzchen oder Spielereien mit Schallplatten. Chris Howland lebt nicht mehr. Aber sein Studio, was er hier mal aufgebaut hat, zu Lebzeiten gestiftet hat, stand lange beim WDR. Und hier ist das originale Studio, wo ihr alle Samstags hören konntet, Musik aus Studio B. Das lernt man sonst in keiner Stadt. So gut, so schnell und schön. Und wenn Sie noch was lernen sollen, dann kommen Sie hierher. Hier zeigt man Ihnen, was Sie wollen. So, ihr Lieben, und noch ein die Zeit ist schon wieder um. Wir sehen uns demnächst irgendwann wieder. Wir packen unsere Schätze ein, beeilen uns. Die Nacht kommt, garantiert auch für Sie. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Bis demnächst, Ihr Radio Rainer auf unserem Kanal. Ha 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 ha.